Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, das ist der Fall. Da geht es um das Thema Europäische Bankenunion und was es bedeutet für möglicherweise deutsche kleine Banken und auch Sparkassen. Einlagensicherung und Bankenabwicklung in Europa vorgelegt. Darin schlägt die Kommission insbesondere vor, kleinere und mittlere Banken in das Abwicklungsregime der Europäischen Union einzubeziehen. Sie schlägt vor, den Vorrang der nationalen Einlagensicherung abzuschaffen und sie schlägt weiterhin vor, eine Ausweitung der Finanzierung von Abwicklungsmaßnahmen vorzunehmen. Bevor ich zu den einzelnen Vorschlägen der EU-Kommission komme, will ich zunächst einmal für meine Fraktion festhalten, dass es richtig war und richtig bleibt, dass wir mit der Bankenunion auch in der Folge der Finanzmarkt- und Bankenkrisen eine einheitliche europäische Bankenaufsicht eingeführt haben. Es war auch richtig und bleibt richtig, dass wir eine einheitliche Abwicklung von systemrelevanten Banken seinerzeit eingeführt haben. Und es war auch richtig, dass die Eurogruppe im vergangenen Jahr der Kommission den Auftrag gegeben hat, das bestehende Regelwerk zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Und natürlich werfen die jüngsten Bankenkrisen in den USA, aber auch in der Schweiz die Frage auf, wie die Abwicklung von Banken erleichtert werden kann, gerade um zu verhindern, dass die Steuerzahler für Ausfälle haften. Man muss aber nach der Lektüre der Vorschläge der EU-Kommission Folgendes feststellen. Die Vorschläge der Kommission sind die falsche Antwort auf die vergangenen Diskussionen unter den EU-Mitgliedstaaten. Sie sind auch der falsche Weg, um Vertrauen innerhalb des Bankensektors zu erhalten und auch Finanzstabilität zu gewährleisten. Und ich will das an drei Beispielen festmachen, weswegen wir dieser Auffassung sind und weswegen wir auch diesen Antrag hier eingereicht haben. Erstens, die Zuständigkeit für die Bankenabwicklung würde von der nationalen Ebene, also auch für die kleinen und mittelständischen Institute, würde zur europäischen Ebene übertragen. Das heißt, selbst kleinere, selbst mittelständische Banken würden künftig nicht mehr wie bisher von den nationalen Sicherungseinrichtungen aufgefangen, sondern zuständig wäre in Zukunft dann auf europäischer Ebene der Single Resolution Fund. Und da muss man sich noch einmal in Erinnerung führen, dass dieser SRF seinerzeit eingerichtet worden ist, um die großen, um die systemrelevanten Institute abzuwickeln. Und genau darum ging es ja auch, nämlich zu verhindern, dass durch den Ausfall großer und systemrelevanter Banken der gesamte Bankensektor innerhalb Europas, innerhalb der Europäischen Union auch tatsächlich in eine Schieflage gerät. Und gerade vor diesem Hintergrund und dem, was seinerzeit mit der Bankenunion ja beabsichtigt war, macht der Vorschlag der Kommission auch gar keinen Sinn, weil eben die Schieflage einer kleinen Bank, einer kleinen Genossenschaftsbank oder einer Sparkasse eben nicht das gesamte Bankensystem in Europa in eine Schieflage bringt. Und wir finden, dass das im Übrigen auch dem Subsidiaritätsprinzip innerhalb der Europäischen Union widerspricht, das ja in der Form auszulegen ist, dass die europäische Ebene eben erst dann zum Einsatz kommt, wenn eine untere Ebene dazu nicht mehr in der Lage ist. Das ist hier ausdrücklich nicht gegeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der zweite Punkt, vorbeugendes Handeln, wäre ebenfalls kaum mehr möglich. Heute besteht schon die Möglichkeit, sehr frühzeitig einzugreifen, wenn erkannt wird, dass eine Bank in eine Schieflage kommt. Das heißt, noch bevor es zu einem Ausfall dieser Bank käme, nach den Vorschlägen der Kommission, wäre jedenfalls ein solch frühzeitiges und präventives Handeln kaum mehr möglich. Wir finden jedenfalls, dass das auch in Zukunft noch möglich sein soll, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der dritte Punkt. Wenn man den Vorschlägen der Kommission folgt, ist das der Einstieg in eine Vergemeinschaftung der Einlagensicherung. Nämlich deswegen, weil der SRF eben auch dann die nationalen Einlagensicherungssysteme zur Finanzierung heranziehen könnte, bekäme damit eben auch letztlich Zugriff auf die Finanzmittel der nationalen Systeme. Und durch die Tatsache, dass mehr Banken aber dann auch Zugriff hätten auf die Abwicklungsfinanzierung, kommt es damit eben auch am Ende zu einer Vergemeinschaftung der europäischen Einlagensicherung. Wir lehnen das ab, und bisher hat auch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag diese Vergemeinschaftung abgelehnt, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, und die Kommission missachtet mit dem, was sie hier vorschlägt, jedenfalls auch das, was bisher unter den Mitgliedstaaten diskutiert worden ist. Sie missachtet auch, dass es bisher für eine solche Vergemeinschaftung eben keine Mehrheit
innerhalb der Mitgliedstaaten gegeben hat. Und sie versucht damit eben auch schon gemachte Vorschläge gewissermaßen durch die Hintertür jetzt wieder einzuführen. Und sie ignoriert letztlich auch den Auftakt der Eurogruppe vom vergangenen Jahr, in dem ja ausdrücklich festgeschrieben worden ist, dass es den nationalen Institutssicherungssystemen auch weiterhin möglich sein muss, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Und ohne Zweifel hätte das, was die Kommission dort vorschlägt, auch Auswirkungen auf unser bewährtes Drei-Säulen-Modell innerhalb des deutschen Bankensektors. Es ist ja gerade diese Struktur, es ist ja gerade dieses Drei-Säulen-Modell, das in der Vergangenheit die Finanzstabilität in Deutschland gewährleistet hat. Die Ergebnisse jedenfalls sprechen für sich. Seit dem Bestehen der deutschen Einlagensicherungssysteme musste kein Einleger einer Sparkasse oder einer Genossenschaftsbank entschädigt werden. Ist auch kein Verbundinstitut insolvent geworden. Wir wollen, dass das auch in Zukunft so bleibt. Und vor diesem Hintergrund hat der Bundesfinanzminister ja recht, wenn er Kritik äußert und übt an diesen Vorschlägen. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die gesamte Bundesregierung sich dieser Haltung auch anschließen würde. Aus unserer Sicht wäre das zwingend erforderlich. Wir schlagen Ihnen mit unserem Antrag vor, zu einer gemeinsamen Position des Deutschen Bundestages zu kommen. Letzter Satz, Frau Präsidentin. Und vor allem damit eben auch mit dieser geschlossenen Position der Bundesregierung, dem Bundesfinanzminister, ein klares Mandat für die Ablehnung dieser Vorschläge zu geben. Die EU-Kommission möchte die Krisenregeln für marode Banken anpassen. Die sollen nämlich auch für kleinere und mittelgroße Banken gelten. Bislang gelten sie ja vor allem für große und grenzüberschreitend tätige Kreditinstitute. Die Pläne aus Brüssel, die gehen manchem zu weit. Vor allem in Deutschland regt sich Widerstand. Wir haben es gerade von der Union gehört. Jetzt für die SPD Lennart Öl. Heute hier im Deutschen Bundestag über die Bankenlandschaft in Deutschland zu diskutieren. Es gibt ja genügend Gesprächsstoff, ein geändertes Zinsumfeld, der digitale Euro. Aber jetzt, wenn ich mir die Anträge genauer durchlese, bin ich dann doch schwer enttäuscht. Allein schon die Überschriften und das ganze Wording soll ja eher Panik verbreiten und die Angst schüren, dass schon morgen Sparkassen und Genossenschaftsbanken in ganz Deutschland flächendeckend schließen müssen. Also liest man sich die Anträge genauer durch, ist das Ganze doch relativ substanzlos. Denn was fordern Sie denn konkret in Ihrem Antrag? Was Sie fordern ist, das hat die Bundesregierung doch eigentlich schon überwiegend umgesetzt, wenn ich mal zitieren darf. Daher ist es zu begrüßen, dass der Bundesfinanzminister seine Ablehnung gegenüber der Kommission deutlich gemacht hat. Eine Positionierung der Bundesregierung steht dagegen gegenüber weiterhin aus. Denken Sie, dass der Bundesfinanzminister nicht Teil der Bundesregierung ist? Das ist doch eine klare Positionierung. Was wünschen Sie sich denn eigentlich? Wünschen Sie sich eine Positionierung des Bundeskanzlers? Kolleginnen und Kollegen, der Olaf Scholz war 3 Jahre Bundesfinanzminister, von 2018 bis 2021, und hat auch mit Ihnen gemeinsam regiert. Sie kennen auch seine Position, auch auf dem Sparkassentag vor einigen Wochen. Wir haben uns immer bekannt als Koalition zum deutschen Bankensystem aus Privatbanken, aus öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten und Genossenschaftsbanken. Dieses Drei-Säulen-Modell ist ein wichtiger Stabilitätsanker im Finanzsystem und bietet passgenaue Finanzierungsmöglichkeiten für Millionen von Privathaushalten, mittelständischen Unternehmen und Kommunen. Und hier herrscht Einigkeit. Und Teile dieses Antrages lesen sich ja tatsächlich wie Zitate des Koalitionsvertrages. Die Koalition hat stets klargestellt, dass die Institutssicherungen von Sparkassen und Genossenschaftsbanken von den Beschränkungen ausgenommen bleiben und die nationalen Einlagensicherungssysteme eben nicht geschwächt werden sollen. Das hindert uns als SPD-Fraktion aber nicht daran, an der Vollendung der Bankenunion hinzuwirken. Auch darauf haben wir uns im Koalitionsvertrag geeinigt. Wir wollen eine europäische Rückversicherung für nationale Einlagensicherungssysteme schaffen, sodass sich diese im Notfall auch helfen können, sich gegenseitig Geld leihen können, damit keine nationale Schieflage besteht. Sie mögen das als Vergesellschaftlichung sehen, wir sehen es als zusätzliche Option. Und das Beispiel der Credit Suisse-Pleite vor einigen Monaten zeigt ja eigentlich, dass kein nationales Einlagensystem alleine imstande ist, eine Pleite in dieser Größendimension aufzufangen. Und in diesem Fall muss dann wieder der Steuerzahler herhalten. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann doch wirklich nicht die Lösung sein. Voraussetzung dafür ist allerdings eine weitere Reduzierung der Risiken in den Bankbilanzen, eine weitere Stärkung des Abwicklungsregimes und selbstverständlich auch aus deutscher Perspektive heraus der Erhalt der Institutssicherung der Sparkassen und Volksbanken.
Und so sind wir auch schon in den früheren Bundesregierungen vorgegangen. Die Bankenunion ist ja ein Prozess über mehrere Jahre und Legislaturperioden. Und auch Sie, liebe Unionsfraktion, haben die letzten Bundesregierungen angeführt. Und wenn ich in Ihrem Wahlprogramm sehe, dann bekennen Sie sich doch auch zur Vollendung der Bankenunion. Warum sind Sie da jetzt so unkonstruktiv und bitten Ihre eigene Kommissionspräsidentin nicht und unterstützen Sie in diesem Fall nicht? Für uns als SPD-Fraktion ist klar, die Bankenunion auf europäischer Ebene wird vollendet werden. Sie wird vollendet werden mit einer dritten Säule und es wird das europäische Bankensystem besser machen, krisensicherer machen. Und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass auch das deutsche Bankensystem in seiner Vielfalt dabei erhalten bleibt. Vielen Dank. Sagt Lennart Öl für die SPD-Fraktion. In der Koalition, da ist das Thema durchaus noch umstritten. Der Bundesfinanzminister lehnt beispielsweise die EU-Pläne für ein gemeinsames Schutzsystem bei Bankenpleiten ab. Also da werden wir nachher noch mal hören, was die FDP-Redner sagen. Jetzt aber erstmal für die AfD, Kai Gottschalk. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Kollege Müller, in vielen Dingen gehen wir hier tatsächlich, und das ist gut so, konform. Und ich kann auch den Optimismus des Kollegen Öl hier nicht insoweit verstehen, denn wer bei der Delegationsreise, ich hatte jetzt niemanden von der SPD am 31. Mai dort gesehen, aber die Kollegen der CDU-CSU waren vor Ort, da sagen Ihre Kollegen entsprechend im Europäischen Parlament mal ganz was anderes. Und ich glaube, wir haben alle schon gelernt, dass auf dem Altar der politischen Begehrlichkeiten schon oft hehre Grundsätze geopfert worden sind. Und deswegen ist es gut, dass wir Sie mit diesem Antrag, wobei unser Antrag natürlich besser ist, der wieder in keinem Wort hier erwähnt wird, mit diesem Antrag auch stellen. Sparkassen versorgen tatsächlich den Mittelstand und die regionale Wirtschaft vor Ort. Noch bestehen in der Fläche, und das ist gut so, relativ starke Filialnetze, sodass gerade für Sie, meine Damen und Herren, auf den Tribünen noch entsprechende Ansprechpartner vor Ort in Kreditsachen, aber auch in anderen finanziellen Angelegenheiten gegeben sind. Die Sparkassenverbände, die Volks- und Raiffeisenbanken sowie die Genossenschaftsbanken zeichnen sich dadurch aus, und das ist hier wenig erwähnt worden, dass sie über ihre gefüllten Einlagensicherungsfonds hinaus über die sogenannte Institutssicherung IPS verfügen, sodass faktisch alle Einlagen, meine Damen und Herren, auf den Tribünen und die gesetzlich nicht gedeckten Einlagen abgesichert sind. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu vielen anderen europäischen Finanzplätzen. Die EU-Kommission legt nun diese sogenannte CMD Gesetzesinitiative vor, die aus mehreren Unterziehen besteht. Und genau dieses System würde dazu führen, dass es eine beschleunigte Abwicklung, und so steht es dann nun mal, entsprechend der Banken gäbe und damit eben diese IPS, diese institutsinterne Sicherung, nicht mehr zum Tragen käme, meine Damen und Herren. Daher fordern wir nun, wie auch andere Verbände, Sie auf, entsprechend hier eine klare Positionierung noch mal zu übernehmen. Das tut Italien, das tun die polnischen und auch die spanischen Verbände, um eben genau diese Funktionsfähigkeit zu erhalten. Sehr geehrte Kollegen von der CDU, doch gut gemeint, und das verschweigen Sie hier, ist häufig schlecht gemacht, insbesondere wenn es von der Kommission kommt. Denn obwohl sich diese Frage stellt oder warum sie sich stellt, denn letztlich haben wir eine Kommissionspräsidentin namens Frau von der Leyen, die von der CDU kommt. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie gut sie es mit dem Finanzplatz Deutschland denn meint. Denn das sei an dieser Stelle auch erwähnt. Denn durch den bisherigen Vorschlag, ich habe es eben gesagt, würden die fair erarbeiteten Stärken unserer Sicherungsnetze gerade für die kleinen und mittleren Banken auf Kosten der regionalen Finanz- und Wirtschaftsstabilität, so muss man es brutal sagen, europäisch eingeebnet, meine Damen und Herren. Und da lässt tatsächlich, und insoweit sind unsere beiden Anträge vernünftig, aufhorchen, dass die EU-Kommission geradezu penetrant darauf hinweist, dass, auch wenn die Gesetzesvorschläge dies noch nicht enthalten, sie es für dringend notwendig hält, als beste Lösung erachtet, die Einlagensicherungsfonds, die eben über alle Maßen gut gefüllt sind, was für unsere Sparer und Einleger hier gut ist, zu vergemeinschaften, damit die Bankenunion endlich zu vollenden sind. Und in diesem Ziel, meine Damen und Herren von der Schuldenkoalition, da sind Sie sich nun mal einig und da sollten Sie Farbe bekennen. Und in diesem Moment die Einlagensicherungssysteme zu vergemeinschaften, wie es die Kommission gerne wollte, gestatten Sie mir den Vergleich, käme einem Beitritt zu einer Brandschutzversicherung gleich, die kurz vor der Pleite steht. Einige Staaten, da ist das ja so. Und weil bei anderen Kunden bereits unkontrolliert Schwelbrände in den Bilanzen lodern und die zentrale Feuerwehr
hier die EZB, wir haben darüber gesprochen und über den Bericht des Europäischen Rechnungshofs, Löschmaßnahmen einzuleiten. Das ist nämlich konkret der andere Hintergrund, warum wir über diesen Antrag reden müssen. Daher fordert die AfD-Fraktion, er ist leider nicht da, ich komme zum Schluss, den Bundesfinanzminister Christian Lindner auf, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen und die Funktionsfähigkeit dieser EPS zu bewahren und die Vergemeinschaftung der Einlagensicherungsfonds zu verhindern. Vielen Dank. So, ich frage, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das namentlich nicht abgestimmt hat? Die Personen sollten jetzt sich auf den Weg machen, weil nach der nächsten Rede werde ich die namentliche Abstimmung beenden. Und Sascha Müller hat das Die ja im Hintergrund bzw. hier in der Westlobby des Reichstages noch läuft, zu dem vorhergegangenen Tagesordnungspunkt dazu gleich noch mal mehr. Jetzt aber Aufmerksamkeit für den nächsten Redner hier. Sascha Müller wird es sein für die Grünen. Die Union legt einen Antrag vor mit dem ein bisschen, möchte ich sagen, doch irreführenden Titel Banken und Sparkassen vor Ort schützen. Das klingt jetzt schon ein bisschen so, als ob unsere Banken und Sparkassen vor Ort irgendwie bedroht würden und einen besonderen Schutzschirm oder so etwas bräuchten. Ja, so ganz so ist es sicherlich nicht. Um zu verstehen, über was wir hier reden und um den Antrag einordnen zu können, sollten wir uns noch einmal die Idee der Europäischen Bankenunion insgesamt anschauen. Um zu verhindern, dass Turbulenzen bei einzelnen Banken den ganzen Finanzsektor mitreißen und damit eine schwere Wirtschaftskrise auslösen, haben sich die EU-Staaten ein Regelwerk gegeben, das aus drei Säulen besteht. Namentlich sind dies erstens die Bankenaufsicht seit Ende 2012 mit dem Bankenaufsichtsmechanismus SSM, zweitens das einheitliche Bankenabwicklungssystem SAM seit 2015 in Kraft. Das schafft Resilienz, Vertrauen und einheitliche Wettbewerbsbedingungen. Beim Abwicklungsregime sehen wir allerdings noch Handlungsbedarf. Denn immer noch werden Banken mit Steuergeld gerettet, wenn es hart auf hart kommt. Im Zweifel ziehen nationale Regierungen doch wieder die Ausnahmeregelungen, etwa in Italien in den letzten Jahren in mehreren Fällen. Allein für die Banca Monte di Paschi waren das insgesamt 7 Milliarden Euro mit dem Verweis auf besonders schützenswerte Privatanleger. Auch in der Schweiz mit einem ähnlichen Abwicklungssystem war der Staat Treiber und Garant der Rettungsfusion der Credit Suisse mit der UBS. Eine Reform und Verbesserung der Regeln ist also dringend nötig. Deshalb begrüßen wir grundsätzlich, dass die EU hier weitere Fortschritte erzielen will. Bei dem aktuellen Vorschlag haben auch wir allerdings noch Fragezeichen. Was die Fertigstellung der dritten und letzten Säule der Bankenunion betrifft, diese steht noch aus, nämlich eine europäische gemeinsame Einlagensicherung EDIS. Hier gibt es seit vielen Jahren keine Einigung. Die Ampel hat sich dazu bekannt, auch den letzten Schritt zu unterstützen. Gleichzeitig wollen wir aber die bestehenden Einlagensicherungssysteme der Banken in Deutschland erhalten. Um diese Ziele gleichermaßen zu erreichen, Vollendung der Bankenunion und Erhalt des deutschen dreigliedrigen Bankensystems inklusive der bewährten Institutssicherungssysteme, konnten wir als Grüne die Idee eines europäischen Einlagenrückversicherungssystems im Koalitionsvertrag verankern. Denn natürlich haben wir eine heterogene Bankenlandschaft. In Deutschland, was gut und richtig ist, und in Europa erst recht. Entsprechend erwartbar schwierig ist die Interessen- und Verhandlungslage. Ein Regelwerk für eine heterogene Bankenlandschaft zu schaffen, das für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen geeignet ist, ist eben nicht so einfach. Wir bedauern, dass die Euro-Finanzminister sich bisher nicht einigen konnten und so EDIS als europäische Einlagenrückversicherung nicht Teil des Reformvorschlags sein konnte. Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen, hier noch einmal einen Versuch zu unternehmen. Ohne gemeinsame Einlagenrückversicherung steht die Bankenunion nur auf einem Bein und auch in den anderen Säulen sind dann oft statt Lösungen aus einem Guss nur Second-Best-Solutions möglich, wie jetzt bei den CMDI-Regeln, zum Beispiel mit ihrem Rückgriff auf die nationalen Sicherungssysteme. Die Grundintention des Vorschlags, nämlich möglichst einheitliche Abwicklungsstandards in der Union zu etablieren, die Kosten gering zu halten und so Steuerzahlende zu entlasten und das Vertrauen in den europäischen Finanzmarkt zu stärken, ist richtig. Wir müssen aber auch den Erhalt unserer vielfältigen Bankenlandschaft in Deutschland mit ihren vielen kleinen und mittelgroßen Instituten sicherstellen. Diese kleinen und mittleren Banken sind vor Ort verankert, versorgen unsere Wirtschaft mit Krediten. Auch die vergangenen Krisen haben gezeigt, dass die Kundschaft ein hohes Vertrauen in die Sparkassen und Volksbanken haben. Sie sind der Stabilitätsanker unseres Finanzsystems.
Wir stehen daher im engen Austausch mit den Sparkassen und Genossenschaftsbanken und natürlich wollen wir eine Vereinbarkeit der künftigen europäischen Regelungen mit den institutseigenen Sicherungssystemen, wie es auch im Koalitionsvertrag steht. Der neue Vorschlag der Kommission hat da sicherlich kritische Punkte. Es handelt sich um einen ersten Entwurf, der sich sicherlich noch verändern wird. So sehen die derzeit vorgesehenen Regelungen bei einer sparkasseninternen Rettung vor, dass das zur Verfügung gestellte Kapital in einem zweiten Schritt privatisiert wird. Wenn das eine Privatisierung durch die Hintertür bedeuten würde, lehnen wir das selbstverständlich ab. Das wäre auch aus rechtlicher Sicht bei öffentlich-rechtlichen und genossenschaftlichen Instituten mehr als problematisch. Auch die Veränderung der Gläubigerreihenfolge, denn die Einlagensicherung, die stehen nicht mehr ganz oben, und die Aufweichung des Bail-in-Prinzips ist für uns nicht nachvollziehbar. Ich komme zurück zum Antrag der CDU und CSU. In Ihrem Antrag machen Sie das Tor für eine europäische Einlagensicherung praktisch komplett zu. Wir sagen, eine Totalverweigerung ist wenig zielführend und führt nur zu einer Sonderstellung Deutschlands. Wir dagegen wollen zu einer europäischen Einigung kommen, die mögliche Bankenabwicklungen verbessert und die Wahrscheinlichkeit, dass die Steuerzahlenden einspringen müssen, reduziert. Wir haben bei der Debatte um EDIS im vergangenen Sommer gesehen, dass eine komplette und vollständige Ausklammerung der bestehenden nationalen Institutssicherungssysteme in Europa in die Sackgasse führt. Und eine komplette Verweigerungshaltung ist aus unserer Sicht auch nicht sinnvoll. Deswegen sollten wir uns an der Debatte weiter konstruktiv beteiligen. Unser Ziel ist es, die bewährten Institutssicherungssysteme zu erhalten, in ein europäisches Regelwerk zu integrieren. So können wir einen weiteren Schritt zu einem besseren und stabileren europäischen Finanzsystem gehen. Das mag angesichts der schon erwähnten unterschiedlichen Interessenlagen aus heutiger Sicht ein anspruchsvolles Ziel sein. Aber wir sollten daran festhalten. Im Sinne einer europäischen Einlagenrückversicherung und damit zu einer Veränderung der Bankenunion. In diesem Sinne wünsche ich dem Bundesfinanzminister und unserem Verhandlungsteam bei weiteren sicher nicht leichten Gesprächen und Verhandlungen im Sinne unseres Koalitionsvertrages eine glückliche Hand und viel Ausdauer. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja, was macht man mit Sparkassen und genossenschaftlichen Banken, die eben in Deutschland zusätzlich zu den gesetzlichen Einlagesicherungen eben eigene Sicherungstöpfe haben, aus denen sie sich im Krisenfall gegenseitig stützen? Also wie kann das in europäisches Regelwerk sozusagen integriert werden? Mehrfach ist ja jetzt schon angesprochen worden, das werden auf europäischer Ebene sicher schwierige Verhandlungen. Im April hatte die EU-Kommission erste Pläne zu dieser dritten Säule, zu diesem europäischen gemeinsamen Einlagesicherungssystem vorgeschlagen in Deutschland. Viele noch skeptisch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sparkassen und Volksbanken sind zentral für kundennahe und kostengünstige Bankdienstleistungen und das Rückgrat einer stabilen Unternehmensfinanzierung. Denn die Sparkassen sind auf das Gemeinwohl und das Regionalitätsprinzip ausgerichtet. Und wir als Linke sagen, die Sparkassen und Genossenschaftsbanken sind nicht nur wichtige Säulen im deutschen Bankensystem, sie sollten aus unserer Sicht die einzige Säule sein. Es war eine der wichtigsten Lehren aus der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, dass Deutschland diese Krise im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern deshalb so schnell überwunden hat, weil es eben nicht zu einer dramatischen Kreditklemme kam und weil eben die Volksbanken und die Sparkassen einen sehr hohen Anteil am deutschen Bankgeschäft haben. Und hier liegt genau das große Versäumnis von CDU, CSU, die sich ja heute als Retter der kleinen und mittleren Banken in Europa aufspielen. Das Problem war doch, dass sie 2009, als die Bilanzen und das Image der Großbanken in Trümmern lagen, als die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler hunderte Milliarden Euro für die Zockerei der Großbanken bezahlen mussten, da hätten sie doch die politischen Mehrheiten in Europa organisieren müssen, um einen Finanzsektor nach dem Vorbild der Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu organisieren. Aber damals hat man das nicht getan. Damals hätte man natürlich die Großbanken zerschlagen müssen. Man hätte sie verstaatlichen müssen und man hätte hochriskante Finanzprodukte verbieten müssen, die uns damals da reingeritten haben. Too big to fail ist ein Problem, weil damit Großbanken die Macht haben, ganze Staaten zu erpressen. Und das Mindeste wäre doch gewesen, damals die Sparkassen und Genossenschaftsbanken samt ihrer Institutssicherung zu einem mindestens gleichrangigen und wünschenswerten Banktypus in Europa zu machen. Stattdessen haben Sie daran mitgewirkt, die heutige EU-Finanzmarktregulierung noch mehr auf die profitorientierten Großbanken zuzuschneidern. Und deshalb sich heute als die große Retterin der
Sparkassen und Genossenschaftsbanken gegen die böse EU-Kommission aufzuspielen, ist schon etwas scheinheilig, muss man sagen. Wobei man auch deutlich machen muss, dass der letzte SPD-Finanzminister Olaf Scholz, dem lag jetzt nur die Warburg Bank irgendwie auch mehr am Herzen als die örtliche Sparkasse, meine Damen und Herren. Grundsätzlich ist eine gemeinsame europäische Einlagensicherung sinnvoll und notwendig. Und wir brauchen natürlich auch einheitliche Abwicklungsregelungen. Das ist eine der Folgen der Finanzmarktkrise. Die brauchen wir. Und dabei müssen wir die bestehenden wirkungsvollen Institutssicherungen der Sparkassen und Volksbanken erhalten. Die dürfen nämlich nicht zu Rückversicherungen für Spekulationsgeschäfte der Großbanken gemacht werden. Und deshalb, wer die Banken retten will, der muss sich dafür einsetzen. Der sollte sich auch dafür einsetzen, dass flächendeckend Bankfilialen, Sparkassenfilialen erhalten bleiben, wie zum Beispiel in Brandenburg, wo gerade 30 geschlossen werden sollen. Auch das ist der Kampf um die Rettung der Sparkassen. Janine Wissler sprach hier für Die Linke. Sie ist die Parteivorsitzende, sitzt aber auch für ihre Fraktion im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages. Frank Müller-Rosentritt hören wir jetzt für die FDP-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Wissler, wozu Verbot und Verstaatlichung geführt hat, das konnte man sich live 1989 in den Städten der ehemaligen DDR anschauen, in Dresden und in Chemnitz. Und wozu Vielfalt, Pluralismus und privates Kapital führt, kann man sich heute anschauen. Und diejenigen im Hohen Haus, die sich nicht mehr daran erinnern können, empfehle ich ein Dias von 1989 von den Innenstädten, von Städten der ehemaligen DDR und Fotos von heute. Und da kann jeder sich ein eigenes Bild machen, welches System das überlegenere ist, Herr Wissler. Aber kommen wir nur zum Thema, liebe Kollegen der Union, lieber Stefan Müller. Zuallererst möchte ich feststellen, dass dieser Antrag überhaupt keine fundamentalen Gräben zwischen uns aufreißt. Völlig zu Recht bezeichnen Sie die Vorschläge der Europäischen Kommission vom 18. April dieses Jahres zur Reform der Einlagensicherung als eine Missachtung des Konsens über eine sinnvolle EU-weite Harmonisierung bei Regelungen zur Einlagensicherung und zur Abwicklung von systemrelevanten Großbanken im Krisenfall. Und deshalb bin ich auch unserem Bundesfinanzminister Christian Lindner außerordentlich dankbar, dass er quasi taggleich am Tag der Veröffentlichung durch die Kommission mit Vehemenz diesen völlig untauglichen und vor allen Dingen völlig überflüssigen Vorschlag der Kommission als, ich zitiere, nicht zustimmungsfähig kritisiert hat. Der Kommissionsvorschlag beantwortet nämlich ganz viele Fragen, die eigentlich aktuell niemand stellt. Denn es war bisher immer vorgesehen, dass es, bevor es an gemeinsame europäische Instrumente geht, die Anteilseigner und Gläubiger in die Stabilisierung einbezogen werden. Individuelle Haftung trägt zur Stabilität bei. Davon soll nun abgewichen werden. Zum anderen haben wir in Deutschland funktionierende Einlagen- und Institutssicherungssysteme. Und es war für uns immer klar, dass diese Instrumente erhalten bleiben müssen. Und weil dies im Vorschlag der Kommission nicht mehr gegeben ist, ist auch aus unserer Sicht eine Weiterentwicklung und Verbesserung der Vorschläge dringend notwendig, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, professionelles Regierung handeln heißt aber eben auch Schnelligkeit. Und ich freue mich natürlich sehr, dass wir heute Gelegenheit haben, hier darüber zu sprechen. Doch Ihr Antrag kommt halt einfach 2 Monate zu spät. Während Sie noch leidenschaftlich denken, handeln wir. Auf Christian Lindner ist diese Republik verlassen, meine Damen und Herren. Denn ein schnelles Handeln, und das ist ja so, ein schnelles Handeln ist nicht nur zum Wohl unserer Banken, sondern eben auch zum Wohle der Kunden, Frau Wissler, und somit für jede Bürgerin und jeden Bürger dieses Landes von herausragender Wichtigkeit. Und dabei ist es egal, ob es sich um Sparkassen, Genossenschaftsbanken oder private Banken handelt. Denn eine Ausweitung, und das wird doch jetzt schon mehrfach gesagt, des Abwicklungsregimes auf nahezu alle Institute, unabhängig von ihrer Größe, ist nicht nur unverständlich, da sich die Sicherungssysteme eben tatsächlich bewährt haben, sondern vielmehr würde auch die Abschaffung der Superpräferenz, also dem Vorrang von Einlagensicherungssystemen in der Abwicklungsreihenfolge im Insolvenzfall, die Kosten bei den Banken explodieren lassen. Und im Zusammenspiel mit der fehlenden Begrenzung des Zuleistungsbeitrages würde dies nicht nur eine nachhaltige Finanzierung, sondern, und das ist eben fatal für die Kunden, auch die Leistungsfähigkeit der Einlagensicherung für die Kunden stark gefährden. Auch die Ausweitung des Schutzes auf ungedeckte Einlagen widerspricht kolossal dem Mandat der Einlagensicherung und trägt enorm zu höheren Beitragskosten der Banken bei. Von den enormen bürokratischen Zusatzbelastungen, zum Beispiel durch die Mitwirkungspflichten, bei dem durch die BaFin für jedes Institut zu erstellten Abwicklungspläne, die regelmäßige Testung der Abwicklungsfähigkeit oder dem beabsichtigten Wegfall von Erleichterungen für kleinere und mittlere, nicht komplexe Institutionen, ganz zu schweigen.
Meine Damen und Herren, Kommissionsvorschläge, welche ausschließlich die Kosten und den bürokratischen Aufwand explodieren lassen, während gleichzeitig die Wirksamkeit sinkt, wird es mit uns nicht geben. Ein weiterer Punkt, der einem Liberalen das Blut in den Adern gefrieren lässt, ist die Tatsache, dass eine viel größere Anzahl von Banken Zugriff auf das vergemeinschaftete Gelder des SRF bekommen soll, was zu einer weiteren Vergemeinschaftung der Kosten für Krisenbewältigung, insbesondere der Hauptzahler in den SRF, führt. Und das ist nichts anderes als EDIS durch die Hintertür. Meine Damen und Herren, EDIS durch die Hintertür wird es mit den Fraktionen der Freien Demokraten nicht geben. Die Vollendung der Bankenunion ist wichtig, aber im Zielbild muss sie eben realistisch bleiben. Und auch die Tatsache, dass es an der Klarstellung fehlt, dass kein Geld mehr gezahlt werden muss für den Abwicklungsfonds, lässt die Euphorie bei uns grenzen. Meine Damen und Herren, ein letzter Satz an die Union. Ich teile ganz viele Ihrer Bedenken. Die Forderung, des Institutssicherungssystems der Sparkassen, Geschäftsbanken vollumfänglich von den Beschränkungen der Reform auszunehmen und gleichzeitig beim nationalen Einlagensicherungssystem der kleinen und mittleren privaten Banken anzuwenden, würde ich mich aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit explizit nicht anschließen. Ich würde empfehlen, dass niemand diesen Unsinn umsetzen muss. Und als leidenschaftliche Europäer müssen wir selbstverständlich auf EU-Ebene für einen Kompromiss werben, aber einen, der die Stärken des deutschen Sicherungssystems respektiert und nicht das Vertrauen der Einleger oder Investoren in das Schutzniveau schwächt. Vielen Dank. Ja, bekräftigt hier Frank Müller-Rosentritt für die FDP-Fraktion und auch sein Parteikollege, nämlich der Bundesfinanzminister Christian Lindner, der lehnt die EU-Pläne ja für ein gemeinsames Schutzsystem bei Bankenpleiten rundherum ab. Er hat schon im Mai gesagt, die Vorschläge, die seien nicht zustimmungsfähig. Zuweilen besteht die Vorbereitung einer Rede ja darin, dass man in Oppositionsanträgen inmitten einer Anhäufung von Allgemeinplätzen den eigentlichen Antrag sucht. Da ist der Drops ja schon gelutscht, allein dadurch, dass sich die Bundesregierung in Person des Bundesfinanzministers bereits entsprechend zu dem Thema geäußert und positioniert hat. Ich vertraue da auf die Fähigkeit der Ampelregierung, konstruktiv und mit Augenmaß unsere Interessen in Brüssel zu vertreten. Denn eins ist doch soweit unstrittig, dass wir in Deutschland mit den drei Säulen aus Privatbanken, öffentlich-rechtlichen Institutionen und Genossenschaftsbanken ein stabiles und zugleich leistungsstarkes Bankensystem haben. Dass dies schützenswert ist, steht außer Frage. Wenn man der Union zuhört, könnte man aber glauben, dass unser Bankensystem kurz vor dem Kollaps stünde, sobald auf EU-Ebene über die weiteren Schritte der Bankenunion diskutiert wird. Dass wir diese Bankenunion jedoch brauchen, das ist zumindest für uns in der Regierungskoalition ebenso unstrittig. Ein harmonisierter europäischer Bankenmarkt dient der Stabilität, der Widerstandsfähigkeit und der Attraktivität der Eurozone. Klar ist natürlich, dass es dafür Leitplanken geben muss, die im Koalitionsvertrag bereits aufgelistet sind. Eine davon ist dann genau die Institutssicherung der Sparkassen und Volksbanken. Europäische Bankenunion und Schutz des Drei-Säulen-Modells müssen also in die richtige Balance gebracht werden. Eine reflexhafte EU-Kritik bringt uns hier ehrlich gesagt nicht weiter. Vielmehr brauchen wir einen genauen Blick für die Lage vor Ort. Und wie sieht es hier für unsere Sparkassen, Raiffeisenbanken und Genossenschaftsbanken aus? In meinem Wahlkreis Groß-Gerau und sicherlich auch anderswo werden sie für ihre Kundennähe und regionale Verankerung geschätzt. Sie sind verlässliche Partner für Kommunen sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Sie ermöglichen hier wichtige Investitionen in unseren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt. So stehen sie auch zahlreichen frauengeführten Unternehmen zur Seite, für die es oft heute immer noch sehr schwer ist, an Finanzmittel zu kommen, was ein großes Entwicklungs- und Wachstumshindernis für diese frauengeführten KMUs bedeutet. Und mit ihrer demokratischen Struktur und ihrem soliden Geschäftsmodell genießen die Genossenschaftsbanken ein hohes Ansehen in der Bevölkerung. Dennoch hören wir immer wieder von Filialschließungen. Digitale Angebote machen es Filialen vor Ort oft schwer, rentabel zu arbeiten. Die Digitalisierung als notwendiger Strukturwandel auf dem Bankenmarkt ist der dritte Aspekt, neben der bewährten Struktur des Drei-Säulen-Modells und der Bankenunion, die in Balance zu bringen sind. Da lässt sich eben nicht ein Aspekt herauspicken und gegen die anderen ausspielen, so wie es der Unionsantrag tut. Zumal eben diese Sparkassen und Genossenschaftsbanken, die wir schützen wollen, auch von der Bankenunion und den EU-Regularien profitieren können. So zum Beispiel gegenüber den oftmals sehr kapitalstarken Fintechs. Auch im Bereich der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft liefert die EU wichtige Standards, an denen sich die Banken orientieren können.
Also lassen Sie uns gerne Banken und Sparkassen vor Ort schützen, aber bitte mit der nötigen Berücksichtigung der komplexen Wechselwirkungen von Bankenunion, Strukturwandel und Systemschutz. Vielen Dank. Sagt Melanie Wegling hier für die SPD-Fraktion. Und auch der Bundeskanzler hatte sich zuletzt noch mal mit Verweis auf den Koalitionsvertrag positioniert, nämlich die Institutssicherung. Das bliebe die Richtschnur für die Verhandlungen in Brüssel. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben als CDU-CSU-Fraktion einen Antrag eingebracht unter dem Titel Banken und Sparkassen vor Ort schützen. Darauf nehme ich jetzt ausdrücklich Bezug, weil das ja gerade in der Debatte erwähnt worden ist. Da steht nicht, wir wollen sie retten, aber wir wollen sie schützen. Denn in der Tat, und das werde ich zeigen, ist von dem, was jetzt gerade geplant ist, durchaus auch ungemacht zu erwarten. Ich möchte vorwegschicken. Erstens. Wir wollen einen effizienten und stabilen Bankenmarkt. Wir wollen, dass Risiken konsequent erfasst, zutreffend abgebildet und auch zugeordnet werden. Und wenn Risiken schlagend werden, dann tragen diese Anteilseigner oder Träger der Banken nicht die Steuerzahler, nicht die Gläubiger und schon gar nicht die schutzbedürftigen Sparer. Heißt, Einleger sollen ihre Ersparnisse sicher wissen, in Deutschland und in Europa. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Wir sind Teil eines europäischen Bankenmarktes und profitieren auch davon, wenn er entsprechend gestaltet wird. Wir sind Teil eines Chancen- und Risikoverbundes und haben ein Interesse an einer effizienten, abgestimmten und insofern auch gemeinsamen Bankenaufsicht, einer entsprechend abgestimmten Bankensanierung und Abwicklungsplanung und vielleicht auch an einem europäischen Einlagensicherungssystem. Da kommt es schon auf die Ausgestaltung an. Aber wir haben kein Interesse an einer Vergemeinschaftung der Risiken und Rücklagen in einem Einlagensicherungssystem, das Moral Hazard Risiken provoziert und das risikoärmere Bankenländer oder ihre Einleger benachteiligt. Und darum haben wir auch immer wieder Forderungen erhoben. Wir haben immer wieder gefordert, dass es da eine Verbesserung der Strukturen auch in anderen Mitgliedsländern gibt. Und Herr Öl, ich habe schon vernommen, dass Sie davon gesprochen haben, dass wir ein Rückversicherungssystem einführen, dass Sie sicher sind, dass es zu einer Einlagensicherung kommt. Ich habe auch vernommen, wie wichtig Ihnen, Zitat, die Stärkung des Abwicklungsregimes ist. Und so könnte man auch den aktuellen Vorstoß der Kommission sehen. Wir jedenfalls sehen die Bedingungen als nicht erfüllt, um hier einem Einlagensicherungssystem zuzustimmen und schon gar nicht dem, was die Kommission beabsichtigt. Die lässt nämlich nicht locker und verweist immer wieder auf die Risiken, die man nur mit ihrem neuen Legislativvorschlag in den Griff bekommt. Im Übrigen möchte ich noch mal darauf verweisen, dass unsere Einlagensicherungssysteme und auch Institutssicherungssysteme in Deutschland sich bewährt haben, auch in schwierigen Zeiten und auch in den letzten Jahren Einlagensicherungssysteme in Europa weitestgehend geräuschlos funktioniert haben. Die Kommission schießt über ihr Ziel hinaus. Die Kolleginnen und Kollegen haben das in Teilen schon ausgeführt. Ich möchte das mal etwas deutlicher machen. Was bedeutet das eigentlich, was hier beschlossen werden soll oder vorgeschlagen ist? Erstens. Die EU befindet jetzt zukünftig über das öffentliche Interesse zur Einleitung einer Abwicklung. Kennt denn diese die Bedingungen in den zum Teil sehr kleinen lokalen Geschäftsgebieten? Zweitens. Präventionsmöglichkeiten der Institutssicherungs- und Einlagensysteme werden ausgeschöpft. Dabei kennen diese ihre Institute doch eigentlich am besten. Wir haben gerade darauf hingewiesen. Diese werden aber zurückgestellt. Der Zugriff drittens auf nationale Einlagensicherungsfonds erfolgt über die europäische Abwicklungseinrichtung. Und dabei, Herr Müller-Rosentritz hat es hervorgehoben, kommt es zu einer Ausweitung des Kreises der Geschützten deutlich über die Schützenden hinaus. Herr Gottschalk, Sie haben darauf hingewiesen. Und es kommt zu einer noch schlimmer Benachteiligung der Einlagensicherung bei etwaigen Rückflüssen aus dem Abwicklungsprozess. Und das, Herr Öl, und auch Herr Müller, da sehe ich Sie viel zu zuversichtlich, führt dazu, dass die Nachschüsse der angehörigen Banken steigen. Das führt dazu, dass die Kosten der Einlagensicherung steigen zulasten der schutzbedürftigen Einleger und ihrer Banken. Das kommt im Übrigen dazu, dass die Abwicklungsplanung auch den kleineren und mittleren Banken aufwendiger wird. Das können sich einige kleine Institute gar nicht leisten. Und das führt dann zu Fusionen, Konzentrationen. Das mögen einige, wollen wir nicht. Also sehen Sie auf diesem Wege einiges Ungemach auf die zu schützenden Banken und Sparkassen zukommen. Wir sehen tatsächlich als richtig und wichtig, ich komme zum Schluss, vielen Dank, Frau Präsidentin, dass der Finanzminister interveniert hat, sind keineswegs so zuversichtlich, dass er die Unterstützung der... Ist das Ende der Rede?
Nein, das möchte niemand. Ich möchte, dass Sie zum Ende kommen, weil jetzt sind es schon 26 Sekunden über die Zeit. Das ist ein Problem. Im Zuge dieser Diskussion entstanden. Dann bitte ich, unserem Antrag zu folgen und den Mitgliedern der Ampel sehr deutlich zu machen, dass wir keine Sorgen haben müssen und sich voll hinter das Votum des Finanzministers stellen. Und der Präsidentin danke ich für Ihre Geduld. Alle denken, ich habe Geduld. Ich sage jedes Mal, nein, ich habe gar keine Geduld. Das ist ein falscher Eindruck, der entstanden ist. Jetzt hat aber der Kollege Johannes Schraps das Wort für die SPD-Fraktion. Als Letzter zu diesem Tagesordnungspunkt. Genau, für die SPD ist richtig. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen. Ich möchte zum Abschluss der Debatte jetzt vielleicht nicht noch mal alle ausgetauschten Argumente aus dieser Debatte wiederholen. Zum einen war es, wie ich finde, eine recht differenzierte Debatte, aus der deutlich wurde, dass es gar nicht so riesengroße Unterschiede gibt, sondern in den ein oder anderen Akzenten. Zum anderen aber natürlich auch, weil wir alle heute irgendwann noch mal nach Hause in unsere Wahlkreise kommen wollen. Deshalb vielleicht nur so viel. Banken und Sparkassen vor Ort. Die entsprechenden Absätze aus der Koalitionsvereinbarung dazu sind von meinen Kolleginnen und Kollegen dazu bereits genannt worden und ich denke auch ausgiebig erläutert worden. Wichtig ist, glaube ich, sich noch mal zu vergegenwärtigen, dass wir uns im Koalitionsvertrag als regierungstragende Fraktionen sowohl zur notwendigen Vollendung der Bankenunion als auch zum Drei-Säulen-Modell der deutschen Bankenlandschaft klar bekennen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und in diesem Zusammenhang drücken wir zum einen unsere positive Haltung zu einer europäischen Rückversicherung für nationale Einlagensicherungssysteme aus und nennen auch die Voraussetzungen, die wir dafür als notwendig erachten. Nämlich zum einen die Reduzierung der Risiken in den Bankbilanzen, zum zweiten die Stärkung des Abwicklungsregimes, das ist gerade schon genannt worden, und natürlich der Erhalt der Institutssicherung der Sparkassen und Volksbanken. Insofern, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, gehören die genannten Punkte zu den Grundvereinbarungen dieser Regierungskoalition. Und dass unsere Regierung diese auch auf europäischer Ebene sehr deutlich vertritt, ich denke, das lässt sich am besten daran ablesen, wie es auf europäischer Ebene zu den Regulierungsvorschlägen der Kommission eben auch diskutiert wird, nämlich ordentlich hin und her. Und bei all dem wissen wir selbstverständlich, dass es zur Regulierung des europäischen Finanzbinnenmarktes immer einer Verständigung mit unseren europäischen Partnern bedarf. Und dass dabei auch nicht immer zwangsläufig zu 100% unsere deutsche Position, die wir da einbringen, herauskommt. Und diese Abstimmung mit den Interessen der anderen EU-Mitgliedstaaten, die gehört aber zu einer funktionierenden europäischen Demokratie dazu, damit dann letztlich eben ein für alle tragbarer in der Europäischen Union gefundener Kompromiss dabei herauskommt. Wie heute diskutierten Anträge dienen also vielleicht eher so ein bisschen als Tätigkeitsnachweis für die Opposition oder von mir aus auch für ihre eigene Selbstvergewisserung, wo sie zu dem Thema stehen. Für die Debatte hier im Haus wäre sie aus meiner Sicht aufgrund der eindeutigen Positionierung der Bundesregierung nicht unbedingt notwendig gewesen. In diesem Sinne, sehr geehrte Frau Präsidentin, schenke ich uns die verbleibende Redezeit und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, denn in Deutschland gibt es breiten Widerstand gegen diese Vorschläge der EU-Kommission, die Mitte April vorgestellt worden sind. Neue Regeln zur Abwicklung maroder Banken. Die EU-Kommission will sicherstellen, dass bei einer Bankenrettung am Ende eben nicht wieder der Steuerzahler wegen überlasteter nationaler Sicherungssysteme einspringen muss. Das Ziel ist es, künftig auch kleine und mittelgroße Banken häufiger nach EU-Regeln abzuwickeln. Aber was wird dann aus dem speziellen deutschen Modell mit Banken und mit Sparkassen und genossenschaftlichen Instituten? Also das werden die Verhandlungen auf europäischer Ebene zeigen.